hier haben wir jetzt eine Fläche von einem Top-Hersteller oder wie auch immer. Eine Flitz 1 Fläche. Schönen Dank, Frank. So, hier haben wir ganz viele Laminatablösungen vom Kern. Viele unterspritzen ja auch mit Seco, also mit Sekundenkleber. Ich bin ja nicht der Fan davon, überhaupt nicht. Vor allem hier sind extrem viele Beschädigungen. Heftiger ist wohl, so wie ich das jetzt gehört habe, von Hörensagen, ist von unten einer da reingeklatscht beim Werfen und hat es richtig gescheppert. Also wir haben hier einen Riss drin, wir haben hier oben einen länglichen, hier ein bisschen, dann hier, hier und in dem Bereich. So, aber jetzt kommt es von unten, das werden wir heute noch nicht machen. Ihr seht hier, hier ist sogar das Gewebe gerissen. Und wenn man hier guckt, sieht man hier, da ist ein bisschen mehr kaputt gegangen. Ja. Auch hier hinten hat er auch, wenn man das hier mal so dreht, kann man hier sehen, dass hier die, ich weiß nicht, ob man das so drauf kriegt, wie die Falte da entsteht. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das Ding wieder hinkriegen. Hier vorne sehe ich, ist auch noch eine Delamination. So, dafür würde ich immer erstmal einen sauberen Untergrund nehmen, einen weichen. Nicht, dass man irgendwie auf einem harten Tisch arbeitet, irgendwas da drauf liegt und kaputt geht. Wir haben, ich habe das schon mal, der Kai hat das mal gemacht, schon auf meinen Tipp hin. Wir werden jetzt mal eben das Stück, was wir hier machen wollen, nochmal wachsen. Jetzt fragt ihr, was soll der Blödsinn denn? Also wir wollen ja nur unterspritzen. Und das Ding ist, diese Flächen sind eigentlich meist nie ganz dicht. Ich weiß nicht, wie das bei lackierten Flächen ist. Bei den Positivbauen ist es so, dass die eigentlich nie ganz so wirklich ganz dicht sind. So, wenn jetzt hier Harz rauskommt, hat der Vorteil ist jetzt, dass das Harz, was jetzt rauskommt durch den Wachs, dass ich das eigentlich wieder einfach so abpulen kann, ohne dass ich da großartig, außerdem kriegt die Fläche auch schönen Glanz, muss man dazu sagen. Ne? Das ist ja nicht nur, ne? Auto poliert man ja auch. Und da diese Flächen alle lackiert sind von oben. So, dann haben wir hier, ja, ihr müsst dann mal in die Apotheke gehen, euch mal eine Spritze kaufen. So, da gibt es natürlich verschiedene Spitzen. Ich habe jetzt hier, glaube ich, eine, die hat Größe 1 ist das. Die ist 0,9 mm dick. Die gibt es auch noch dünner. Ich habe leider keine dünnere. Ich kann im Moment nur mit dieser arbeiten. So, wir füllen jetzt das Harz einfach, was ich schon angerührt hat. Da mal von hinten in die Spritze ein. So, kommt da jetzt gleich ein bisschen was raus. Das macht ja nichts. Drücken wir die Blasen nochmal raus. So, was man jetzt noch machen kann, man muss allerdings, dann muss ich dazu sagen, das kann auch in die Hose gehen. Man kann das Harz ein bisschen erwärmen, dann wird es dünner, aber die Topfzeit, sprich nicht die Tropfzeit, sondern Topfzeit, das ist die Zeit, wo man das Harz noch, bevor es anfängt zu gelieren, also wo man es eigentlich vernünftig benutzen kann, die wird dann erheblich kürzer. Ich werde das auch nicht übertreiben. Ich hätte das auch schon im Topf da machen können. So, mal gucken, wie das aussieht hier. Seht ihr, das tropft jetzt hier schon wie so ganz feines Nähmaschinenöl raus. Das ist eigentlich schon ausreichend. Aber wie gesagt, die Zeit, die wir dann nachher haben, die wird wesentlich kleiner. Ja, ich ziehe mir doch mal wieder die Handschuhe an. Wenn irgendwie so backig werden sollte. Wie gesagt, ich habe noch keine eine Art von Flächen noch nicht so repariert. Wollen wir mal gucken. Wollen wir sehen, dass wir das jetzt auch alles so. Oh ja, hier. Hier seht ihr jetzt richtig schön die Dings. So, ich kann anfangen hier hinten. Da ist es relativ einfach, weil ich nämlich von außen einfach da unterschieben kann. So, wie ihr seht, mache ich die Spitze so, nicht umgekehrt, sondern erstmal so, dass ich quasi unter dem Gewebe lang schiebe, soweit ich komme. Also das ist so eine Reparatur im offenen Herzen hier. Also die Macke habe ich gar nicht so gesehen. Das ist so doll. So, und dann ziehe ich das langsam raus hier.
Aber hier kommt das jetzt hier hinten schon raus. Das heißt, ich muss jetzt gleich aufpassen, dass ich die Querruder nicht verklebe. Also wir werden doch nicht so viele Stellen auf einmal hinkriegen hier heute. Aber es macht ja auch nichts. So, wie ihr seht, ist die Fläche auch nicht dicht, obwohl die sogar lackiert ist. Das heißt, hier kommt schon hinten das Harz raus. So, jetzt kann ich das ein bisschen mal andrücken. Also was ich vielleicht noch hätte machen können, man könnte es vielleicht noch mal abkleben, die, also wenn man jetzt nur diesen einen machen will. Aber da wir hier so viele haben in dem Bereich. So, nun wird es aber lustig. Ich muss da, oh je, da muss ich auch noch unter den Hohlen hier. Also ich glaube, wir werden nur den einen einzigen hier machen. So, da gehe ich mal in diesen Punkt rein, wo das ausgespritzt hat. Oh, guck mal, da komme ich prima rein. Wunder, wunder. Ihr seht, jetzt kommt das da raus, aber das ist, was ich nirgendwo anders hin kann. So, also dass da ein Loch entsteht, das bleibt nicht aus. Also die Stelle hätte ich gar nicht, ich glaube, die hat Frank auch gar nicht so gesehen. Gehe ich hier mal in den Punkt. Also der wird einfach noch ein paar mehr Operationen machen müssen. So, dann habe ich hier gesehen, auf alle Fälle, hier hinten ist auch noch eine. Hier ist die nächste, die geht auch leider. Boah, die geht ja auch durch hier, guck dir das an, du. Ich glaube, das hoffentlich wird das wieder was, du. Werden wir sehen. Ich hoffe. Frank, ich verspreche dir das nicht. Die glaubst, dass der, da ist auch der Hohlenlose hier oben. Der Schmiddel, der hat Kraft, ne? Damit wollen wir es auch mal belassen. Habe ich den hier mitgemacht? Ja, den habe ich auch mitgemacht. Ja, hier ist eine. Oh. So, was ich jetzt hier rüber mache, und mal gucken, wo ist so meine Restfolie hier? Das passt schon. So. Norbert, du musst doch mal eben deine Kamera ausmachen. Wir müssen mal nach nebenan dann. Ich habe jetzt hier so einen Vakuumsack mir gebastelt. Nicht für diesen Flieger, muss ich dazu sagen. Ich habe da jetzt ja die Folie draufgelegt. Und damit ich da oben auch absaugen kann, lege ich hier ein bisschen Zeberwisch und weg aus. Dass es nicht anklebt. So, mal gucken, ein bisschen was mit da hinten rein. So, man kann solche Reparaturen auch ohne Sack machen, indem man da auch Schaumgummi drauf macht. Mein einziger Schaumklotz ist momentan ja auf dem anderen Teil. Klappen. Dicht ist das Ding. Also besser ist, wenn man den ganzen Sack mit Zeberwisch schon weg will, weil da hinten dauert es relativ lange, bis der Unterdruck entsteht.
gibt bessere Vakuum- und Pumpen. Machen aber auch dreimal so viel Lärm. So, werden wir sehen, was morgen passiert. Das war's für heute. Marvin und ich werden uns demnächst treffen. Ich werde die Fläche schon vorher aus dem Sack nehmen, weil mir das hier zu viel Gerümpel dann ist, aber dann gucken wir mal. Die Folie lasse ich da so lange drauf und guck mal, was da draus geworden ist. Okay, schönen Abend noch. Schönen Dank. Thank you for watching, oder wie heißt das, ne?